Ja, 1969 trat Jimi Hendrix in der Stuttgarter Liederhalle auf und vor seinem Auftritt hat er sich im Musikgeschäft von Hans Schweizer mit Equipment eingedeckt und während seine Musiker die Instrumente ausprobiert haben, saß er ganz gechillt in diesem Stuhl. Ich mag dieses Objekt, weil erstens ist es ein witziges Objekt, eine Jimi Hendrix Reliquie sozusagen, der Stuhl, in dem er da in dem Musikgeschäft gesessen hat, und es zeigt so die Bedeutung, die dieser Auftritt von Jimi Hendrix für die Stuttgarter hatte. Dieser Besuch war es ganz besonders jedenfalls für die musikbegeisterten Jugendlichen in der Zeit, auch für Hans Schweizer, den Besitzer des Musikgeschäfts. Deswegen bewahrt er eben diesen Hendrix-Stuhl in Ehren. Und diese Musik war einfach ein Mittel, um sich abzugrenzen von der älteren Generation. Das war es Rebellisches und in unserer Ausstellung. Denn die Zeiten ändern sich. Die 60er Jahre in Baden-Württemberg wollen wir ja zeigen, wie die Jugendlichen neue Lebensstile ausprobiert haben, dass sie sich eben abgegrenzt haben von den Eltern, auch durch die Musik, die sie gehört haben, durch Gestalten wie Jimi Hendrix, die einfach etwas Rebellisches hatten. Und dafür steht dieser Stuhl, der eben nach wie vor in Ehren gehalten wird. Und Zeitzeugen sagten, der Auftritt von Jimi Hendrix war das größte Ereignis, das Stuttgart je erlebt hat.